Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Avorion. Wieder am Start ist der Luke. Hallo, Luke. Hallöchen. Und der Istra ist auch mit dabei. Hallo, Istra. Hallo. Und ich stehe hier und schwinge mit den Händen, als wäre ich wie bei Harry Potter am Zaubern und kein Schwein kann sehen. Ist das nicht toll? Nein. Also. Ja, sagen wir nichts zu. Deswegen ist es Erdbeben Stufe 7. Oh, Alter. Hässliches Frettchen, ey. Ups, nein, das wollte ich nicht. Hey, wirft. Ach. Karma is a bitch. So, wir bauen ein neues Schiffchen. Wir bauen... Bauschiff. Günther. Gründungsschiff und bitte bauen. Und dann fliegen wir schon mal Richtung Station. Kling. Besatzung des Schiffs benennen wurde bezahlt. Ups, ich sollte eventuell die Schiffe noch umbenennen. Das wirklich benennen? Ja, es heißt benennen. Oh Gott. Warte mal, ich guck mal in die Flotte rein. Der eine heißt benennen, der andere heißt Bau, der dritte heißt Bauschiff. Ups. Mal kreativ sein. Naja, aber ich weiß zumindest, was los ist, ne? Oh my goodness. So, wir schnappen uns hier das nächste Schiffchen. Steak! Andocken! Krieg? Krieg bleibt immer gleich. Und rüberhübbeln. Zurück in unseren Sektor. Ach, schön. Ja, Weizen wird verkauft, Wasser wird verkauft, Solarzellen werden verkauft. Ach, schön. So muss das doch sein, so macht das doch Laune, so macht das Spaß. Frosch im Hals, darauf ein Schlückchen Energy. Prost. Prost. Was trinkst du denn heute? Heute gibt's den Xenatic von Familie Eigenmarke. Oh, okay. Mal auch machen. Ja, Monster war mir zu teuer. Ich war zu geizig. Boah, ja. Das ist ja gerade im Angebot, 88 Cent. Schick mal eine Dose rüber. Nein, tu es nicht, du bringst das. Gott sei Dank, gib mir deine Adresse. Krieg ich irgendwann einen Karton mit Monster drin. Was? Warum? Ah, geil. Ups. Jo. Und es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Gut, dann haben wir das auch. Dann fliegen wir mal ein bisschen in die Richtung. Wir haben zur Not Effekt. Oh, Monster, wir haben Monster im Angebot. Fällt mir gerade so auf. Ab heute oder? Ja. Ah, mega, nehmen wir doch. Dann muss ich da. Das sind ja 88 Cent. Memo an mich. Genau. Monster 88 den Cent Pfanne ist so groß. Je 2 Liter Packung für 1,11 Euro. Machst du gerade ernsthaft Schleichwerbung für Rewe im Video? Nein, das hast du jetzt gerade leider gemacht. Weil du den Namen gesagt hast. War das hier eine Verkaufssendung oder was ist hier los? Du hast den Namen genannt, nicht ich. Du hast den Laden genannt, den man nicht sagen darf. Rewe? Lidl, Netto, Teddy. Sky. Pamela. Sky. Ja, Sky. Nahkauf. Man merkt, DM. Du bist alt. Ja, ne? Guck mal, jetzt hat er alle durch. Besser geht's doch nicht. Wie benenne ich diese Folge? Hier könnte ihre Werbung stehen. Danke. Und dann komme ich noch um die Ecke mit Norma, Minimal. Und du erzählst mir, ich werde alt, Minimal. Ja. Minimal gibt's bei uns gar nicht mehr. Ist jetzt alles Rewe. Oder Penny. Komm, ich gönn auch mal. V-Markt. Primark. Jawohl. Jawohl. Jawohl, voll auf die 12. Jawohl. So, das sieht doch gut aus für den Gashammer. Den nehmen wir.
Und hier wieder Auto zu weisen. Ding. Dip, dip, dip. Ich hasse ihn so sehr, ne? Ohrwurm? Jetzt habe ich wieder den ganzen Tag diesen Ohrwurm. Aber warum denn? Dip. Er hat gar nichts gemacht. Solange er nicht vor der Kamera steht und. Ach du Schnacke! Okay, jetzt habe ich wieder den ganzen Tag Kopfkino. Wie Luke vor der Cam steht. Ja, Mann. Ich hab noch nicht mal eine, ich bin so arm. Ich kann da. Ich bin zu arm für eine Cam. Wie er direkt das Stottern kriegt. Hab doch nur alle. Genau, Maxi. Bin ich ja schon irgendwie lustig, ne? Jetzt habe ich den Körper nicht so wie du. Was hast du, einen Adoniskörper? Ja. Astralkörper. Ja, lieber Astral als den einen Oberschenkel vom Buddha zu haben. Oh, lol. Eine Sau, ne? gleich auf eine andere Religion gehen, ey, was ist da los? Ist so. So, Crew-Frachtjäger transferieren. Da haben wir doch mal die 60 Stück einfach rüber auf die Station. Süß. Hüpfen wir hier nochmal hin. Haben die überhaupt genügend Platz? Ja, haben sie, okay, Gott sei Dank. War da denn nun da? War da nun da, nun? Warte, hatte du denn da? Nein, kein Transporterblock. Ich wollte den Schildblock haben. Schildblock? Ja, dann ein bisschen chillen ist auch mal ganz gut. Okay. Gut. Okay. Beat. Oh, 162k Schilde sollten reichen. Oh mein Goodness! Good work! Angeber! Hab dein Bild gekriegt! No! Angeber! Macht Spaß! Juri, also, da steht schon die nächste Station, die wir dann auch haben. Hier muss ich aber auch noch sagen, aktiv verkaufen. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Güterhandeln aktiv verkaufen. Güter an Station liefern, an die Fischzucht. Aktiv. Aktiv Gleitcreme. Was? Dann helft wieder auch. Unsere Schiffe sind ja hier. Die Torpedofregatte, da sagen wir Autopilot. Nee, da sagen wir kein Autopilot. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt Mining, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kerkenfrechen Mining betreiben hier. Gar keinen Bock. Ach ja, hier habe ich ja noch so ein kleines Schiffchen. Auf Mining hast du gar keinen Bock, sagst du? Was? Auf Mining? Ja. Ich meine doch gerade. Ach so, meine ich das nicht, was? Oh, Junge. So, wir hüpfen hier aber ein bisschen weiter und gucken mal nach, was das hier noch so gibt. Oh, Piraten. Ich mein doch gerade. Ja, ich mein ja nur, was? Ich mein ja nur, also, ne? Mining macht Spaß. Zumindest mein Mining. Ich weiß nicht, was euer Mining ist. Oh, Piratenrasier macht auch Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Badadabdada. Ohne Helm. Ich geb Gas, ich geb Gas. Und er hat mich schon wieder angesteckt, ey. Ich mach doch gar nichts. Mach du wohl. Nein. Das ist ja, weißt du, eigentlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Also. Schwierig. Das ist ja, so wie, ja, ne? Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Steche beim Stechen lustvoll stöhnt. Viel Spaß mit dem Ohrwurm.
Das ist Assi. Arsch. Wie gut, dass ich das nicht kenne. Ich hab's noch nicht mal verstanden akustisch, also passt schon. Das Skandal im Schwerbezirk, doch, kennst du nicht? Ach so, doch. Skandal. Sag ja, ich hab's akustisch gerade nicht verstanden. Was? Ja. Kann man mal mitnehmen. Muss man aber nicht. Muss man nicht? Nee. Na dann flieg, junger Adler. Geh doch. Aber bitte geh doch. Heul doch. Und wenn du fertig bist, dann bitte geh doch. Dein Ernst? Jetzt hol ich dir die ganz alten Sachen raus. Da krieg ich ja direkt das Wiehern, krieg ich da, du. Bei Shakira? Nee, davon will ich jetzt nichts singen. Sie ist unschuldig. Ja. Meine Freundin wurde beschuldigt, einen Container gestohlen zu haben. Aber sie ist unschuldig. Jetzt soll sie hingerichtet werden. Hilf mir, ihr Leben zu retten. Gruß Paul. Ja, komm, das nehmen wir mal mit. Wir machen einfach mal eine Mission. Einfach nur eine Verwechslungsgefahr, weil sie ist der Container. Boah, bist du Assi, ey. Ja, komm, das hat doch gefehlt, oder, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Ballert das mal in die Kommentare rein. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ne? So, mein Freund, bist du mal fertig hier? Du musst zu ihren Wachen im Sektor 166, 143 fliegen. Alles klar, fliegen wir rüber. Dafür brauchst du ein kleines Schiff. Was, dafür brauchst du ein kleineres Schiff? Für gewöhnlich ist das Ding umzingelt. No, und du kommst nur mit Toren rein. Die meisten Schiffe, also mein Schiff wäre zu groß. Ein Riss oder was? Was? Das Schiff ist so groß? Ah, siehst du gleich. Siehst du gleich. Oh, der gemeine lange Ladebildschirm. Gott. Wenn du einen... Na also, was willst du? Ich will hier nicht reden. Du hast mich gestern viel zu lange wach gehalten, Mann. Oh. Ich hab gar nichts gemacht. Selber schuld. Das lässt sich auch mit ihm ein. Stille. Ja, ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, irgendeinen hässlichen Container zu holen. Ja. Was ist ein hässlicher Container? Bisschen Notruf, sie ist unschuldig da. Er hat aber auch heute wieder eine große Fresse, ne? Mein lieber Scholli, ey. Wer hat eine große Fresse? Du nicht. Unser anderer Bumspartner hier. Na, Luke? Ach so. Partner? Das steht so im Arbeitsvertrag drin. Ich verstehe ihn leider nicht, er ist so leise. Ein Reisender, wie aufregend. Wir sind die Sphinx. Hast du von uns gehört? Was tut ein Reisender wie du so weit draußen in deiner Galaxie? So ein wir wissen von dem Kanton, der wir haben gesehen, ja. Alles klar. Piraten greifen den Sektor an. Oh. Jetzt soll ich einen scheiß Rätsel machen? Ist das euer Ernst? Um Gottes Willen, ne? Wo war denn hier Mission? Oh, sie ist unschuldig. Hier kommt Pin Mandadin. Nein, das war die falsche Taste. Wo dann? Einmal dahin.
Zu Not werden eben ein paar Leute aus dem Leben geschossen, dann ist das so. Passiert. Ja. Man soll es hier geben. Nischt. Okay. Dann weiter zum nächsten. Oh, Bergbau, zack. Oh Mann. Ach, sieht das gut aus. Ist nice, hast du? Nein, gut. Heute nicht Englisch. Oh, vergessen das Handy auszumachen. Ups. Einmal mit Profis. Macht das Spaß. Hier ist noch so ein Typi. Ups. Und da muss ich dann ja anscheinend nicht mehr reinhüpfen. Aber wo sind jetzt die Container? Weg. Aufgegessen. Und sie ist weg, weg. Und ich bin wieder alleine. Nein. Huch. Sie sollten gerade in Sektor minus 123, 122 sein. Um Gottes Willen, wo ist der denn? Ja, natürlich, direkt am Arsch der Welt. Was ist nicht richtig mit euch, ey? Oh, so, hüppeln wir einmal kurz rüber. Ich habe meine Weizenfarbe auch noch nicht umbenannt. Heißt einfach nur Test. Ups. Ja. Upsala. Ja, hoppala. Wie konnte das denn passieren? Testverkaufte. Schön. Das war nur ein Testverkauf. Also gibt es bei dir jetzt nicht nur Testkäufer, sondern auch Testverkäufer. Na, ich muss doch gucken, ob mein Gen überarbeitetes Weizen richtig läuft. Den guten Stoff, sagst du? Ja, warum auch nicht? Das war dann der Test. Und der schlug fehl und deswegen habe ich das Produkt umgeändert. Ah. Na, guck mal, 670 Fische vor 113.000 sind schon mal bei den Tresen gegangen. Geil, es gibt Kohlen. Apropos Kohlen. Kohlemine könnte ich auch noch gebrauchen. So, jetzt kommt's. Für nur 10.000 Credits kann er dir gehören. Okay, ich kaufe ihn oder ich kämpfe drum. Ich kämpfe. Ihr seid sowas von tot. Ach komm, 10.000 ist doch nicht viel. Nein, aber da ging's ums Prinzip. Okay. So ein Geiz, Hannes. Wenn man mir das schon anbietet, dass ich drum kämpfen darf, weißt du, dann... Okay. Ich bin ja nicht so. Sonst ist das ja was anderes. Sonst ist er ja nicht so. Schnell aber ein paar Ressourcen mit abgrabbeln. So hab ich's doch gerne. Oh, Entschuldigung. Piraten. Nee. Schlimmer. Totan. Gott. Darf ich auch noch hinter diesem verdammten Container hinterher, weil ich ihn angetippt habe, oder was? Ihr, nimm mal mit da den Spaß. Jetzt hör auf, dich hier hinter den Stein zu verstecken. Ja. Ist gemein. So, wo sollte der jetzt hin? Sie ist unschuldig. Wo ist denn sie ist unschuldig hin? Da ist sie ist unschuldig hin. Das heißt, wir hüpfen einmal hier irgendwo hin. Ah, oh, guck mal, hier sind noch ein paar Asteroiden. Da können wir dann noch einmal durchs Asteroidenfeld fliegen. Ha, perfekt.
Das macht auch Laune. Hallo Patrick. Hallo. Wie geht es dir heute? Du bist doch mein allerbester Freund. Spongebob. Hallo Thaddäus. Nee, geht nicht. Geht voll auf die Stimmbänder. Aber Luke hat genau im richtigen Moment geschaltet. Herr Kasse-Menschen. Stumm. Ja, gut. Kann man mal machen, ne? Ja. Kann man so machen, sieht aber scheiße aus. Das macht ja nichts. Da machst du nichts mehr. Da machst du einfach nichts mehr. Luke ist so negativ eingestellt. Warum denn sowas? Das ist Quatsch, ich erkenne die Wahrheit. Denk immer positiv. Po, vor allen Dingen Po, ne? Ja. Ich verstehe. Okay, das war's. Alles klar. So, jetzt hüpfen wir noch einmal weiter, geben die Mission ab und dann war das schon wieder eine ganze Folge, Leute. Ach nee. Geht aber wieder. Dort geht aber Geraten. Wieder, Flegiri. Nein, verdammt, falsche Tasten. Jetzt ist er befordert und ist es soweit. Wenn man was zu tun hat, geht die Zeit immer schnell rum. Das ist unterdämlich. Das stimmt nicht. Also nicht ganz, nicht immer. Auf der Arbeit zum Beispiel vergeht sie nie. Kommt drauf an, was du machst. Da liegt das Problem aber beim Anwender. Also wenn du mit dem Knebel irgendwo rumliegst, dann geht die Zeit natürlich auch nicht Ja, weißt du, er wollte es eigentlich nicht zugeben, aber in Wirklichkeit ist er die Bürste für den Pfandflaschenautomaten, weißt du? Er wird dann abends immer mit dem Kopf zuerst da einmal durchgeschoben. Oh. Nur, dass ich immer nur Frühschicht habe. Tut das der Not? Herrlich, tut das Not? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Den habe ich gerade als Geschenk gekriegt. Und was können wir vorne ranbauen? Richtig, koaxiale Geschütztürme. Ui. Nice. Also den semmeln wir da vorne ran, oder was? Nice. Boom. So, den packe ich dann auf eine Extra-Taste. Weil dann wollen wir mal gucken, wie der durchschemmelt. Gerade durch. Wir machen gleich 9 3/4. Oh, lol. Oh. Hallo? Schieß nicht. Funktioniert das Ding überhaupt? Erstmal aus. Ja, aber nur gerade, ne? Ja, funktioniert, hat nur keine Animation. Der ist unsichtbar, der Laser. Boah. Also Todesbeam. Den siehst nicht kommen. Den siehst du wirklich nicht kommen, aber der friert sich einfach durch alles durch. Mega! So, jetzt sollte ich aber wirklich aufhören, mit dem Ding hier rumzuspielen, weil ansonsten habe ich hier gleich eine feindliche Station. Noch ist sie neutral. Ja, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, mega geil, wieder 24 Minuten rum und als wäre das nicht schon geil genug. Gleich noch so einen geilen Laser dazu gekriegt, den wir gebraucht haben. Perfekt. Ihr Lieben, in dem Sinne würde ich sagen, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt fleißig Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh.